um die Retraditionalisierung und das einschneidende Moment in meinem Leben war der Talkshow bei Anne Will, für die ich im Moment insbesondere von männlichen Journalisten ziemlich viel Prügel bekomme und die sagten, es ist alles vollständiger Schmarrn, den ich da erzähle. Und das Letzte war, dass das von Netzaktivistinnen sozusagen vorbereitet war und ohne jegliche empirische Basis. Dagegen möchte ich mich ein bisschen wehren und versuche das jetzt mal bei Ihnen erstmals auch öffentlich zu tun. Und die erste Sache ist natürlich, welche Empirie liegt überhaupt vor im Moment? Und ist das so, dass tatsächlich die empirischen Ergebnisse, wie behauptet, vollständig gegen eine Retraditionalisierung sprechen? Was liegt vor? Wir sehen, dass zu Beginn der Pandemie, das ist sozusagen der erste von vier unterschiedlichen Empirien, die ich heranziehe, dass Frauen mehr Arbeitsstunden verloren haben als Männer. Also die Arbeitszeiten von Männern, die Arbeitszeitreduktion von Männern war deutlich stärker, von Frauen war deutlich stärker als jene von Männern. Das ist eine Untersuchung der Böckler Stiftung gewesen. Wir wissen auch und haben das gesehen, dass mehr Frauen als Männer in systemrelevanten Tätigkeiten waren und dass mehr Frauen als Männer im Homeoffice waren und zwar durchgängig im Homeoffice waren. Das ist mir wichtig, weil ich nachher auf diese Zahlen zurückgreifen muss. Wir sehen auch, das ist mein zweiter Empirieblock, dass die Zeitlichkeit der Maßnahmen, die Frauen und Familien in den Blick genommen haben, naja, hinter der Zeitlichkeit anderer Felder des politischen, wirtschaftlichen Handelns zurückgetreten sind. Sie erinnern sich mit Sicherheit gut an die Leopoldina Stellungnahme, auch von dem April dieses Jahres, wo zügig gefordert wurde, Schulen aber erst für ältere Kinder zu öffnen, aber gleichermaßen darauf gedrängt wurde, die Kindergärten weiter geschlossen zu halten und auch die Grundschulen. Das war etwas, was zu dieser Zeit bereits erfolgt war. Sie wissen, im Lockdown wurden die Schulen und die Kindertagesstätten relativ früh geschlossen, viel früher auch in anderen Ländern. Warum hier besonders früh, kann ich Ihnen nicht sagen. Warum später in anderen Ländern, kann ich Ihnen sagen. Weil die Betroffenheit von jungen Kindern, die Inzidenz von Covid sehr altersverteilt war, noch deutlicher als jetzt, obgleich jetzt immer noch ein deutliches Prä, wenn ich das jetzt mal positiv sagen darf, für was Negatives bei älteren Personen und bei Personen mit Vorerkrankungen liegt. Das wurde aber in Deutschland so gut wie überhaupt nicht diskutiert, warum man jetzt Kindertagesstätten einfach flächendeckend schließt und auch die Schulen flächendeckend schließt. Das heißt, wenn man das nicht diskutiert, sieht man die Familien, die dahinter stehen, nicht und sieht nicht, dass die Familien natürlich in einer ganz anderen Form arbeitsfähig sein werden, wenn die Kinder zu Hause sind. Und insbesondere trifft das natürlich auf junge Mütter zu. Wir haben im Moment wieder eine Diskussion über die Winterferien, insbesondere in Bayern geführt, wo gesagt wird, naja, man könnte ja diese Winterferien auf 4, 5 Wochen ausdehnen und andere Ferien dann kürzen. Auch da sehe ich wiederum überhaupt gar keine Belange von Frauen in der Diskussion. Wir sehen weiterhin, das ist mein nächster Teil an Empirie, dass wir auf solche Schulschließungen und Kita-Schließungen in keiner Weise gut vorbereitet waren. Dieser Digitalitätspakt für Schulen liegt rum, wird wenig benutzt und wird sehr, sehr unterschiedlich genutzt. Das heißt, die Unterschiede zwischen Schulen innerhalb von Stadtteilen, aber insbesondere die Unterschiede von Schulen zwischen Stadtteilen sind eklatant. Das zeigen neuere Untersuchungen, auch des WZB, immer deutlicher. Wir haben in diesem Feld der Betreuung von kleinen Kindern und der Beschulung oder der Hilfe, was diese Unterrichtsblätter da betrifft, überhaupt gar keine sozialen Innovationen getätigt. Nein, wir haben sie nicht einmal diskutiert. Was verstehe ich unter soziale Innovationen? Meine Studierenden, die Mehrzahl meiner Studierenden sind abhängig, genau auch die ihrer Studierenden davon, dass sie
Nebenverdienste haben, mit denen sie ihr Studium finanzieren. Viele dieser Nebenverdienste sind massiv eingebrochen. Das heißt, wir hatten hier das Problem von Studierenden mit freier Zeit und der Notwendigkeit, etwas zu verdienen. Und auf der anderen Seite sehr viele Familien, die händeringend um Hilfe suchten. Aber wir haben überhaupt gar kein Matching vollzogen, was man ja leicht hätte tun können, wenn man die wunderbaren Matching-Algorithmen nimmt, die gerade die Ökonomie zur Verfügung stellt. Da hätte man natürlich die Studierenden vorher testen können, bevor man sie dann ein paar Stunden in die Haushalte lässt. Aber das wäre ja alles möglich gewesen. Mein Punkt ist hier nicht, dass es nicht gemacht wurde. Mein Punkt ist, dass es überhaupt nicht diskutiert wurde. Mit diesen Vorbemerkungen, jetzt ganz unterschiedliche Empirien, die natürlich auch, und das ist die letzte große Empirie, auf die sich die ganze Zeit gestürzt wird, eine Empirie ist über die Zeitverteilung in Haushalten und wo man dann findet, naja, so bei 30% aller Haushalte bleibt die Zeitverteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, zwischen Männern und Frauen gleich. Bei 30% legt die Frau noch mal drauf, also erhöht ihre unbezahlte Arbeit. Und dann bei 40% der Haushalte sind es Männer, die mehr an Hausarbeit verrichten. Und das führt dann in vielen Kommentierungen dazu, dass man, ich zitiere jetzt mal von wegen Rolle rückwärts, die neuen Väter, Papa schiebt, die Kinder wägen und so weiter und so fort, dass man zu so einer eher sehr positiven Prognose kommt und sagt, naja, diese Corona-Krise hat etwas, was wir mitnehmen können und das, was wir unter anderem auch mitnehmen können, ist die höhere Beteiligung von Vätern an unbezahlter Erwerbstätigkeit, sprich eine Reduktion des Gender Care Gaps. Wenn das so wäre, wäre das großartig, weil ich in vielen Schriften immer wieder, und das macht auch Katharina Spieß und andere darauf hingewiesen habe, dass nur eine Verringerung der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in bezahlter und unbezahlter Arbeit der Weg ist, der zu einem Schließen des Gender Wage Gaps führt, der hinführt zu einer Schließung des Gender Pension Gaps und natürlich auch etwas mit den Positionen zu tun hat, die Männer und Frauen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kultur erreichen können, im Sport erreichen können. So, damit komme ich zu meiner Diagnose, die jetzt nicht unerwartet heißt, dass ich auf der Grundlage dieser unterschiedlichen Empirien es gerne halten würde, dass wir zu einer Retraditionalisierung kommen. Ich werde ein paar unterschiedliche Punkte bringen. Zunächst mal der erste Punkt über betitle ich mit dem Verlust an Optionen. Wir haben gesehen, dass die Erwerbstätigkeit, die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen und auch die Zunahme der Arbeitszeit von Frauen, die wir durchaus sehen, auch wenn dieser Gender Time Gap in der bezahlten Arbeit sich überhaupt nicht geschlossen hat zwischen Männern und Frauen, dadurch getrieben wurde, überhaupt nur möglich war, indem der Staat die entsprechenden Infrastrukturen für kleinere Kinder und natürlich auch durch Ganztagsschulen, durch den Ausbau von Ganztagsschulen bereitstellt. Das ist immer noch nicht so weit, wie man es gerne möchte. Sie haben der Presse entnommen, dass 350 Plätze in Kitas fehlen und auch dass die ganze Umsetzung dieses Ganztagsprogrammes im Moment mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen verbunden ist, weil Baden-Württemberg im Moment da eine Blockade startet. Aber wir haben Fortschritte gemacht in Deutschland und diese Fortschritte spiegeln sich kausal, so kann man in diesem Fall tatsächlich sagen, in mehr und höherer Erwerbstätigkeit bezahlter Arbeit von Frauen. Der Verlust an Optionen meint jetzt nichts anderes, dass diese Option dahin war, von einem Tag auf den anderen und wie vorhin anmoderiert, vollkommen unhinterfragt, undiskutiert und ohne auch nur den Spur von versuchten Hilfeleistungen. Also, dieser Verlust von Optionen ist etwas, was ich als eine Retraditionalisierung bezeichnen möchte, als das Fallen in den Status quo ante,
wo ich habe mitgewirkt. Das Erste, was ich glaube, ich überhaupt gemacht habe, war diesen 1984er. Da war ich zwar in den USA, aber von der Ferne habe ich mitgewirkt bei diesem Kommissionsbericht, von dem Jugendbericht, der damals gewidmet war, den Erwerbschancen von jungen Frauen und wo diese ganzen Diskussionsinhalte schon zu 100% auf dem Tisch lagen. So, da sind wir zurückgefallen. Das Zweite würde ich kennzeichnen als die Gnade erzwungener Partnerschaftlichkeit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen forsch an, soll es auch sein. Was meine ich damit? Wenn wir uns anschauen, Berechnungen, die jetzt einige Wirtschaftsinstitute gemacht haben, ich beziehe mich jetzt hier insbesondere auf eine Untersuchung des ZEW und eine, die dann mit Teilen des Sobkowitz gemacht wurde, dann sehen wir, in welchen Haushaltskonstellationen tatsächlich die Arbeitszeit von Männern für unbezahlte Arbeit angestiegen ist. Und das war eben insbesondere der Fall in Konstellationen, wo die Frau in systemrelevanten Positionen war und die Männer Heimarbeitsoptionen hatten oder in Kurzarbeit waren. Das heißt, in diesen Konstellationen musste eine Verhandlung zwischen Männern und Frauen über die Verteilung von unbezahlter Arbeit gar nicht groß stattfinden, weil gar nichts anderes übrig blieb, als dass Männer, die zu Hause waren, in Kurzarbeit, in Heimarbeit, Frauen waren draußen, in ihrer systemrelevanten Tätigkeit mehr zulangen mussten. Das ist tatsächlich das, was diesen prozentualen Unterschied oder was diese Prozenterhöhung von Männern, was unbezahlte Arbeit betrifft, zu einem ganz großen Teil ausmacht. Zu einem anderen Teil komme ich noch. Den dritten Punkt würde ich überzeichnen als der Entzug von freier Zeit von Frauen. Und dieser Entzug von freier Zeit an Frauen hat damit etwas zu tun, dass man merkwürdigerweise in diesen ganzen Berechnungen überhaupt nicht einbezogen hat, dass die Möglichkeit von Frauen, überhaupt an ihrer unbezahlten Arbeit noch aufzustocken, ja extrem begrenzt war. Also wenn Sie eine Addition von bezahlter und unbezahlter Arbeit bei Frauen machen und da schon auf 12 Stunden kommen oder auf 13, 14 Stunden, dann ist natürlich die Möglichkeit, da noch was draufzulegen mit einem Verlust von Schlaf und so weiter und so fort, zumindest von eigener Zeit berührt. Während Männer ja ein wesentlich höheres Potenzial hatten, zu den niedrigen Zeiten an unbezahlte Erwerbstätigkeit noch was draufzulegen. Und das sehen wir in allen Umfragen, wenn es darum geht, was war in der Phase des Lockdowns und was ist auch heute noch für Frauen das relevante Moment während dieser Zeiten, dann dass sie überhaupt gar keine Zeit mehr für sich hatten, keine Zeit mehr für Freunde, überhaupt gar keine Zeit. Das kann man auch sich anschauen, hatten sie jetzt mehr Zeit, Bücher zu lesen. Das kommt jetzt ein bisschen wieder, aber über die letzten Monate war das überhaupt nicht der Fall. Also dieses Nichtbeachten freier Zeit und vielleicht auch hinzufügend, das ist vielleicht ein anderer Punkt, aber doch auch die Frage, kann man überhaupt die Verantwortung und das Familienmanagement insgesamt mit Stunden und Minuten rechnen. Also kann man Verantwortung mit einem Proxy Stunden messen? Da denke ich, müssen wir in der empirischen Erfassung noch ein ganzes Stück weit nach vorne kommen und auch andere Maße entwickeln, sonst werden wir von Psychologinnen und Psychologen überholt, die überhaupt nicht mit den Konzepten bezahlter und unbezahlter Arbeit arbeiten, sondern mit Cognitive Load und Mental Load. Und ich glaube, in dieser Phase war das die bessere Umschreibung dessen, was passiert ist. Und diesen letzten Punkt, da geht es jetzt gar nicht spezifisch um Frauen, aber ich nehme es trotz, ist der vorletzte Punkt, ich nehme es trotzdem rein, ist, was ich denke, es sind Demütigungen der Klassengesellschaft. Diese Demütigungen der Klassengesellschaft beziehen sich darauf, dass insbesondere in Haushalten, wo die Konstellation jene war, dass Männer in systemrelevanter Tätigkeit waren und Frauen
ich sage es jetzt mal überspitzt, niedrige Verwaltungsarbeiten machten jeder Art als Homeoffice. Frauen jene waren, die mit ihren Kindern diese Schulaufgaben zu machen hatten. Und von vielen Müttern kam, dass sie sich noch nie so nackt und bloß ausgezogen fühlten wie in diesen Monaten, weil sie das, was ihnen das höchste Anliegen ist, nämlich ihren Kindern zu helfen in jeder Lebenslage, überhaupt nicht erfüllen konnten, sondern nur sagen mussten, kann ich nicht, es tut mir leid, ich kann diese Sprache nicht, ich kann diese Algebra nicht und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was natürlich auch Frauen und Männer gleichermaßen zugetroffen hätte, aber auch diese spezifischen Konstellationen in bildungsarmen Schichten, wie ich sie bezeichne, insbesondere wieder Frauen betroffen hat. Der letzte Punkt, der etwas mit dem Entzug von Öffentlichkeit zu tun hat, sind natürlich, und auch das mit einer Retraditionalisierung, und auch das mehr oder weniger einseitig für Frauen, ist natürlich die ganze Frage von häuslicher Gewalt, die wir in diesem ganzen Setting von Retraditionalisierung natürlich alles andere als kleinreden dürfen. Mit diesem Punkt meiner Zeitdiagnose jetzt die Frage, was ist zu erwarten für die Zukunft? Was wir im Moment sehen, das ist keine repräsentative Untersuchung, diese Corona-Alltag-Untersuchung des WZB, aber es hat den Vorteil, eine extrem große Population von über 4000 Personen zu beinhalten, die nicht repräsentativ ist, sagte ich schon, die in vier Wellen gelaufen ist. Und wir sehen jetzt mit den Daten der letzten Welle, die im Moment in der Veröffentlichung sind oder in der Vorbereitung der Veröffentlichung sind, dass Männer schneller wieder rauskommen und schneller wieder außerhalb des eigenen Familienraumes erwerbstätig sind als Frauen. Dieser Unterschied ist signifikant. Das betrifft sowohl jene, die mit ihren Arbeitszeiten nach unten gehen mussten, die jetzt wieder die Arbeitszeiten aufstocken. Das betrifft jene, die im Homeoffice waren und jetzt wieder rausgehen. Und wir nehmen an, dass sich dieses Moment weiter abzeichnen wird. Das ist das Erste, was ich darstellen möchte. Das Zweite ist, dass ich große Befürchtungen habe, dass eine jetzt Ausbreitung des Homeoffices zu etwas führt, was ich relativ früh, und ich halte diesen Begriff, als Verheimlichung von Frauen gekennzeichnet habe. Es ist meines Erachtens falsch anzunehmen, dass dieses Homeoffice die Glücksbringerin ist für vieles für Frauen. Es gibt weder ein Anzeichen dafür, dass dieses Homeoffice den Gender Care Gap schließt, noch, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen aus vielen Untersuchungen, die über das Homeoffice gemacht wurden, vor Eintreten der Pandemie, dass diese Hausarbeit dazu führt, dass Frauen eher mehr an unbezahlter Tätigkeit machen als weniger. Also das ist meines Erachtens ein Mysterium. Es wäre maximal dann der Fall, wenn Männer und Frauen die gleiche Stundenzahl in Heimarbeit verbrächten, dass sich daran irgendwas lockern würde. Im Moment sieht es so aus, dass die Berechnungen, die ich kenne, viel eher Frauen durchgängig in Heimarbeit sein könnten, als es Männer sein könnten. Und das würde nicht nur zu einer Verkrustung, sondern zu einem Anstieg wiederum führen der unbezahlten Tätigkeit von Frauen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich dieser Gender Wage Gap irgendwie schließen sollte durch Homeoffice. Es gibt null Anzeichen, dass sich dieser Gender Positionsgap schließen sollte durch Heimarbeit. Das heißt, wenn Frauen in Unsichtbarkeit sind, wird eher das Gegenteil eintreten. Die verheimlichten Frauen werden nicht sichtbar sein und durch diese Sichtbarkeit natürlich dann auch Optionen bekommen. Das könnte ich jetzt, wenn das jemand interessiert, das könnte ich an vielen Beispielen darstellen, dass gerade Sichtbarkeit, gerade für Frauen, aber auch für Männer, extrem notwendig ist. Wir sehen jetzt, das haben Sie gelesen, in den Albright-Unterlagen, wie sich die Vorstandspositionen verändert haben in den Anteilen von Frauen, dass sich da eine Reduktion ergeben hat. Jetzt kann man sagen, naja, diese Reduktion ist ja Popelkram, 2% oder so etwas, aber
Der Punkt, und der wurde auch von der Albright-Stiftung gelegt, ist, dass andere Länder ja gerade während der Pandemiezeit die Vorstandspositionen, die von Frauen besetzt sind, erhöht haben. Also hier ist wirklich, und so ist ja der Bericht überschrieben, auch mit einem deutschen Sonderweg, ein deutscher Sonderweg bemerkbar. Es gibt eine Untersuchung der ILO, die diesen Geschlechtergleichheitsindex in 150 Ländern berechnet. Und auch da sehen wir, dass Deutschland verloren hat in der Geschlechtergerechtigkeitsdimension. Das sind sozusagen viele jetzt einzelne Facetten. Ich schließe jetzt mit diesen Winterferien, die ich vorne schon angebracht habe, wo ich überhaupt gar keinen Diskurs sehe, was das eigentlich in den Familien aufs Neue auslöst. Das heißt, diese Punkte, diese Zeitdiagnose und diese Projektion in die Zukunft, so schwierig auch immer Projektionen in die Zukunft sind, führen mich dazu, dass ich jetzt gerne mit Ihnen diese These diskutiere, der offensichtlichen Nicht-Retraditionalisierung der Frauen, der ich dann widersprechen werde. Ich danke ganz herzlich und freue mich. Also ich muss sagen, ich mache ja selbst diese Vermächtnisstudie und bin da jetzt mit der nächsten Welle durch. Aber wir kranken im Moment daran, dass wir zu geringe Fallzahlen haben. Noch die HWS, die kann das gar nicht anschauen. Ich kann das im Moment mit meinen Daten auch nicht anschauen, weil ich ja reduzieren müsste auf erwerbstätige Frauen, die zudem Kinder haben unter 14. Was wir auf alle Fälle feststellen, ist, dass es was mit der Pflege von Eltern zu tun hat. Und dass es zu tun hat mit der Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung von Männern, dass Frauen dann runtergehen, wenn Männer Vollzeit beschäftigt sind, beziehungsweise, und das ist das Umgedrehte, wenn Männer ganztags zu Hause sind, irgendwie, keine Ahnung, Frauen sich verpflichtet fühlen, auch mehr zu Hause zu sein. Das sind die Erklärungsmomente, denen ich im Moment nachgehe. Aber ohne gute Daten. Okay, danke. Also, insbesondere dieses Letzte, was ich gerade dargestellt habe, interessiert mich im Moment am meisten, weil es mit einer Empirie zusammengeht, die zeigt, dass Frauen auch oft versuchen, ihren Austritt aus dem Arbeitsmarkt aufgrund von Alter, also Rentenbeitritte, zu synchronisieren mit ihren Ehemännern. Wir können das nur mit Ehemännern machen, um die gemeinsame freie Zeit zu maximieren, auch wenn das dann gegen ihre eigenen Rentenansprüche geht. Das ist ja vollständig vergleichbar, wenn man jetzt fände, dass es hauptsächlich Frauen sind, deren Männer nicht erwerbstätig sind oder voll in Homeoffice, dass die sich verpflichtet fühlen, dann irgendwie auch mehr außenrum zu sein. Das würde dann zu was anderem sprechen, aber letztendlich doch auch so eine Art von dann durch Frauen induzierte Retraditionalisierung im Effekt bedeuten. Es gibt überhaupt gar keine Zeichen, warum dieser Gender Care Gap sich schließen würde. Ja, das ist ja sozusagen das Erste, was mir immer entgegengehalten wird, dass der Gender Care Gap sich geschlossen hat, weil Männer mehr tun. Dafür sehe ich überhaupt gar keine Anzeichen und nehme da auch die ökonomische Literatur zu Hilfe, die ja über die letzten Jahrzehnte simuliert hat, was Männer, die unfreiwillig in Teilzeitarbeit gemacht haben, dann zugelegt haben an unbezahlte Arbeit und wenn sie dann wieder in Vollzeiterwerbstätigkeit waren, ob sie diese Betreuung von Kindern, dieses mehr an Hausarbeit, dieses mehr an Pflege dann beibehalten haben. Und diese Literatur zeigt eindeutig nein. In dem Moment, wo Männer wieder in Vollzeit reingegangen sind, hat sich überhaupt nichts, sind sie wieder zurückgefallen auf diese Zeiten, die sie hatten, bevor sie teilzeiterwerbstätig waren. Ein bisschen uneinheitlicher ist das Bild, was Elternzeiten betrifft, aber da haben wir natürlich Selektionseffekte drin, wo sich eher zeigen könnte, zumindest in anderen Ländern, dass in Ländern, wo die Elternzeiten von Männern bei 4 Monaten oder bei 5 Monaten liegen, dass sich dieses Mehr an Care-Tätigkeit auch dann auf die Zeiten überträgt, wo sie wieder Vollzeit im Arbeitsmarkt sind. So.
Im Moment sehe ich aber solche Anzeichen ja in Deutschland gar nicht. Also das Beste, was ich sehen kann, und diese Wiederaustritte von Männern aus dem Homeoffice oder aus niedrigen Stundenzahlen in hohe Stundenzahlen, die wir jetzt in diesen Corona-Alltagsdaten sehen und die ich jetzt hoffentlich auch bald mal in der Subcovid-Untersuchung sehe oder in der Mannheimer Corona-Studie sehe, die ganz andere Fallzahlen haben und zumal repräsentativ sind. Die deuten eher darauf hin, dass ja im besten Fall ein Status quo ante wieder erreicht wird. Und ehrlicherweise sehe ich auch bei diesen jetzigen Diskussionen, dass ich sehe das nicht so positiv wie Sie, dass da im Moment drauf geachtet wird. Also wenn wir in den zweiten Lockdown kommen, haben wir in keiner Weise irgendwelches Matching vorbereitet von Personen, die eigentlich Arbeit suchen. Ich habe jetzt vorhin die Beispiele von Studierenden genannt, zu Familien, die diese Betreuung von ihren Kindern bräuchten, obwohl wir jetzt diese Kurztests oder so etwas haben. Wir versuchen das jetzt am WZB mal vorzubereiten. Wir sind ja ein sehr fertiles Institut mit sehr vielen Müttern mit drei ganz kleinen Kindern, die also noch nicht mal 7 oder 8 sind. Und wir jetzt versuchen, Studierende zu finden, die dann mit einem Schnelltest natürlich dann ja, diese Betreuung für ein paar Stunden abnehmen, was ja jede Menge hilft. Ich meine, dass sie ökonomische Löcher insbesondere bei niedrig verdienenden Haushalten gestopft hat. Okay, was ich nicht gut fand, war dieses Gießkannenprinzip. Da habe ich mich ja auch hinlänglich öffentlich dazu geäußert. Aber für bestimmte Haushalte war das klug. Wenn ich diese Maßnahme für Haushalte, jetzt beispielsweise jetzt meiner wunderbaren jungen Frauen, da ist das natürlich in gar keiner Weise besonders hilfreich gewesen, weil ich muss diese Frauen sehen, ja. Ich habe viel mehr Männer gesehen während dieses Lockdowns. Wir hatten große Berufungen während dieser Zeit laufen. Da konnten sich die Männer wunderbar zeigen, also auch in der Zuarbeit und in der Hilfe dieser ganzen Berufungssachen. Und haben da, was weiß ich, alle Bälle fliegen lassen. Diese Frauen wurden unsichtbar und die Frauen sind bis heute noch nicht wieder da. Und das ist nicht nur in dem wissenschaftlichen Bereich, sondern auch in dem wissenschaftlich-strategischen Bereich extrem sichtbar für mich, dass mir, also selbst mir, die ich da meines Erachtens außerordentlich drauf achte, mir Frauen verloren gegangen sind, auf beiden Seiten. Und von daher ist natürlich immer so etwas, dass man die Leute da hält und ein bisschen, naja, damit auch stumm hält, mit einem Fragezeichen zu versehen. Genauso wie lange Elternzeiten von Frauen mit einem großen Fragezeichen zu versehen sind. Was man als internationalen Vergleich natürlich sofort heranführen kann, ist Schweden, die die Schulen offen gelassen haben und die Kindertagesstätten und wo wir in diesen ganzen Dimensionen, die ich gerade dargestellt habe, überhaupt gar keine Einbrüche gesehen haben. Und das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, das war insofern hochgradig reduziert, hat mich aber auch interessiert, weil eines, was ja in der jetzigen Legislatur von den Koalitionsvereinbarungen überhaupt noch nicht richtig angepackt worden ist, dieses Frauenfördergesetz 2 ist, was ich mal wieder symptomatisch finde, dass die Angelegenheiten von Frauen ganz am Schluss kommen, obgleich schon an die 90% des Regierungsprogramms abgearbeitet sind. Dass andere Länder während dieser Corona-Zeiten tatsächlich diese Vorstandspositionen, die frei geworden sind, mit Frauen gefüllt haben, während in Deutschland die Reduktion von Frauen in Vorstandspositionen damit zu begründen ist, dass Unternehmen ihren Vorstand verkleinert haben und dann die von Frauen besetzten Ressorts weggespart wurden und freie Stellen eben nicht mit Frauen besetzt wurden. Aber ich kann Ihnen dazu, es wird ja am WZB viele internationale Vergleiche im Moment gemacht, aber nicht zu dieser Fragestellung und leider auch nicht mit Daten, mit der ich diese Fragestellung angehen könnte. Da muss ich im Moment warten, bis die Forschungsliteratur draußen ist.
Ich glaube, dass es ein fataler Zug ist, nicht nur von Frauen, aber auch von, doch auch von Männern, nicht über den Tag hinauszuschauen. Also wenn man sich anschaut, die Literatur zu Verhandlungssituationen in den Haushalten, wo dann oft gesagt wird, naja, er, der ein paar Jahre älter ist und auf einer anderen Karrierestufe, verdient jetzt mehr Geld und von daher ist es für den Haushalt ökonomisch wesentlich ratsamer, dass jetzt die Frau dann länger in Elternzeit beispielsweise ist oder in Teilzeit geht als für den Mann. Das ist natürlich ein extrem kurzfristiges Denken, welches das hier und jetzt maximiert, aber nicht auf mittel- und langfristige Sicht schaut, was eigentlich für Karriereentwicklungen und für Rentenakquisitionen notwendig ist. Und ich glaube auch, dass wir hier jetzt eine Situationsaufnahme haben, wo Frauen natürlich enorme Gewinne dadurch haben, dass sie nicht von A nach B rasen müssen und jedes Eckchen freier Zeit zu 100% verplant ist, sondern dass sie ein bisschen Zeit haben, durchatmen zu können, ein bisschen zumindest an Männer delegieren können und dass dieses, ich habe jetzt eben schon von der Vermächtnisstudie geredet, wo ja in der Tat auch 65% der Männer wie auch der Frauen sagen, dass sie etwas Positives aus der Krise mitnehmen. Dieses Positive hat nicht nur was mit Ökologie zu tun, das hat auch mit diesem mal runterkommen zu tun. Das mag sich mittel- und langfristig ganz anders darstellen, wenn nämlich Frauen sehen, dass Männer wieder einseitig stärker in den Arbeitsmarkt zurückgehen und sie die Hinterbliebenen sind. Also insofern stimme ich zu, das sehen wir. Ich sehe auch diese Daten, möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass das, was momentan cozy ist, mittel- und langfristig schrecklich ist.